diesem neuen Video. Wir packen heute wieder einen Adventskalender aus und heute ist das der von Manhattan. Dieser Adventskalender kostet 39,95 Euro. 39,95 und ist damit, finde ich, preislich schon mal okay. Natürlich immer noch sehr teuer für einen Adventskalender. Ich bin eh immer dafür, dass alle sich Tee-Adventskalender holen. Aber wir packen halt in dieser Reihe jetzt Beauty-Adventskalender aus. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Eine Sache kann ich schon mal sagen. Hier hinten war der Zettel drauf, wo quasi drauf stand, was alles drin ist. Und den macht man ja in der Regel, wenn man sich überraschen lassen will, dann macht man den ab. Ich in meinem Fall wollte mich jetzt natürlich ein bisschen überraschen lassen, habe den also abgemacht und habe dann aber halt voll viel direkt abgerissen von der Verpackung. Das ist ein bisschen sad. Ansonsten ist der vom Look relativ klassisch. Also wirklich, da ist nicht viel Shishi dran an dem Kalender. Nichts zum Aufklappen, nichts zum Rumklappen. Alles ganz normaler Adventskalender. Deshalb bin ich gespannt, was sie im Inneren des Adventskalenders gemacht haben. Und ob der seinen Preis wert ist, schauen wir mal nach. Türchen Nummer 1. Kommt mir direkt schon entgegen und zwar ist das ein Liquid Lipstick in so einem rosa Nude Taubton. Okay, nicht ganz mein Fall. Shopping in Soho, Shop Pink. Ach so, wegen Pink. Okay, ein Lip-Dings. Aber ich muss sagen, in der Farbe habe ich nach dieser Reihe unheimlich viel. Dann schauen wir mal weiter in das Türchen Nummer 2. Ein Lidschatten, ein einzelner. Und zwar ist das so ein Taub, ein Grautaub Multi-Effekt Eyeshadow. Ja, okay, finde ich in Ordnung. Ich finde, man braucht ja auch nicht immer Lidschattenpaletten. Manchmal reicht halt auch so ein einzelner, wenn man nur ein, zwei Farben braucht. Dann Nummer 3 hier. Ja, das ist ein Eyeliner in Schwarz. Also wirklich sehr klassisch bisher. Habe ich das Gefühl, das wird wirklich ein ganz klassischer Adventskalender. Vielleicht kriegt man mit dem sogar ein komplettes Make-up hin. Zwar abgesehen von Foundation, aber vielleicht kriegt man mit den Sachen, die hier drin ist, kann man sich einmal komplett schminken für so ein ganz klassisches Make-up. Zumindest ist das das, was ich hier gerade bekomme. 4. Nagellack in so einem Weiß. Also wirklich irgendwie sehr, sehr klassisch alles. Ist nicht ganz weiß, es ist so ganz leicht rosé, aber ganz leichter Hauch. Dann kommen wir zu 5. Das ist ein sehr kleines Cha-Cha-Choco. Ein dunkelbrauner Eyeliner. Finde ich ganz cool. Dunkelbraun, finde ich, ist eine gute Farbe für einen Eyeliner. Kann man, doch, da freue ich mich drüber. Finde ich gut. Dann Nummer 6 ist hier oben. Nummer 6, bitte enttäusch mich nicht. Nummer 6 ist Nikolaus. Da habe ich einen Nagellack. Freue mich nicht so sehr über Nagellacke. Ich habe mich über Nagellacke gefreut in dem Essie-Adventskalender, weil da ganz viel Nagellack drin war. Und der ist ja auch, das ist Nagellack, Essie ist Nagellack, da erwartet man Nagellack. Da hätte ich mich auch gewundert, wenn da keiner drin wäre. Aber brauche ich hier Nagellack? Aber vielleicht sehe ich das auch wieder zu streng. Schauen wir mal weiter in Türchen Nummer 7. Keine Ahnung, ich erwarte immer was von Türchen Nummer 6, weil da halt Nikolaus ist. Aber vielleicht muss ich das echt mal aufgeben. So, hier ist wieder ein einzelner in Weiß. Ich habe noch nie einen weißen Lidschatten besessen. Also so richtig weiß-weiß. Dann die 8. Nummer 8 ist hier. Noch ein Nagellack. Immerhin ein bisschen in einer ausgefalleneren Farbe, so ein Türkis. Dann die 9. Das wird ein Lippenstift sein in der Farbe Alarm. Ein schöner Rotton. Ich finde, das ist ein ganz netter Lippenstift für einen Adventskalender. Schöner Farbton, gefällt mir gut. Nummer 10. So. Oh Gott, warum fällst du denn um? Das ist ein Lip Liner, so in einer glitzernden Farbe irgendwie. So, nee, doch nicht. Braun, glitzert nur von außen. Penny Brown. Könnte man machen zusammen. Weil das finde ich schon noch irgendwie wichtig, dass die Sachen auch irgendwie zusammenpassen, die da so drin stecken. Nummer 11. Noch ein Nagellack. Ein Topcoat diesmal. Super Gel. Gehört, glaube ich, zu dem hier. Das ist Schritt 1 und das ist Schritt 2. Soll wohl so ein sehr gut haltender Nagellack sein. Ich glaube, dann sind wir bei Türchen Nummer 12 schon, also Halbzeit wieder. Huch. Alter.
stehen bleiben. Das gibt's doch nicht. Nehmen die jetzt auf Schoß. Und zwar ist das hier ein High Shine Lip Gloss. Eigentlich ganz schön. Sehr, 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 sehr glitzeriger rosa Lip Gloss. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Aber ich werde ihn jetzt mal auf Schoß nehmen, weil er nämlich gerne umfällt. 12. Jetzt Tüchchen Nummer 13. Das ist hier. Tüchchen Nummer 13 ist recht groß. Oh, ein großer Blush. Also ein Rouge. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe benutzen kann, weil ich glaube, dass das für mich viel zu hell ist. Deshalb geht er auf jeden Fall an wen anders. Aber ja, sonst eigentlich ganz cool, dass es so eine große Packung ist, so viel davon. Finde ich nicht schlecht. 13, dann Nummer 14. Echt immer richtig Panik, dass ich ein Tüchchen vergesse. Hier. Könnte irgendwas Wasserfestes sein. Ach nein, aus dieser Clean and Free Reihe. Pitch Black ein Eyeliner. Ja, finde ich ganz okay. Die Produkte sind auch vegan. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich neue Produkte sind, die sie einfach nur neu genannt haben. Aber ich habe von dieser Clean and Free Reihe so eine Foundation, die finde ich eigentlich ganz gut. Da bin ich gespannt auf den Eyeliner. Tür Nummer 15. Hier. Noch ein Nagellack. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen bodenlos. Das ist ja noch ein Rot. Das ist ja noch ein roter Nagellack. Nur diesmal halt nicht so ein Gel-Nagellack. Da bin ich kein großer Fan von. Tür Nummer 16. Ein Puder in Transparent. Also es ist nicht ganz transparent. Es ist kein weißes Puder. Es hat ein ganz helles, hellbeigen Look. Also so ganz, ganz hell. Okay. Ich glaube, ein weißes Puder wäre hier fast noch besser aufgehoben gewesen. Oder ein Bananapowder oder so. Oder ein Bronzer. Ein extrem hellbeiges. 17 müssen wir jetzt sein. Ein weiterer Nagellack. Tür Nummer 18. Wo sind wir? Wo sind wir? Hier unten. Ich weiß nicht, ob Nagellacke so beliebt sind, dass es viele reintun und ich einfach die Einzige bin, die das irgendwie nicht so fühlt. So, hier haben wir noch einen Eyeliner in Grün. Ja, finde ich cool. Da freue ich mich immer drüber, wenn so ein bisschen ausgefallene Farben auch dabei sind. So Classics und ausgefallene Farben. Weil letzten Endes, die haben 24 Türchen, um ihre Produkte, von denen sie überzeugt sind, an den Mann zu bringen. 24 Türchen, wo sie sagen können, Alter, das ist ein geiles Produkt, das sollten die Leute auf jeden Fall mal ausprobieren. Dafür haben sie die Möglichkeit. Ja, vielleicht wird halt so grün nicht so oft gekauft, aber dann können sie halt auch mal, man kann es dann halt auch mal ausprobieren und mal gucken, wie es aussieht. War das jetzt schon die 19? Nein, hier ist die 19. Wollte schon sagen, aber durch den kommen wir relativ schnell durch. Okay, was ist das? Endless Stay. Oh, ein Eye Primer. Das finde ich gut. Ein Eye Primer finde ich echt gut. Das ist, damit Lidschatten sich nicht so absetzt. Finde ich nice. Ich weiß nicht, ob der speziell jetzt auch gut ist, aber gut zu haben. Dann Tüchchen Nummer 20. Hier haben wir Rose Addiction, ein Lip Liner. Wird wahrscheinlich auch irgendwo dazu passen. Zu diesem Lipgloss oder so. Tüchchen Nummer 21, auch wieder ein schmales Türchen. Das ist ein Lip Liner auch in Rot. Red Diva ist die Farbe. Passt zu... Boah. Könnte man mit dem hier zusammentragen, denke ich. Dann Türchen 22. Sind fast schon durch. Ein... Das ist schon sehr ähnlich. Oder übertreibe ich? Ich wollte gerade sagen, es ist genau der gleiche, aber der ist schon sehr viel pinker. Der ist mehr so Aprikot. Okay, 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 sehe ich. Sehe ich ein. Zwei glitzernde Lipglosse. Der eine ist eher so pinkig, der andere ist eher so Aprikot. Okay, dann haben wir Türchen 23. Hier ist jetzt ein Bronzer drin. Das kann ich völlig verstehen. So, ja, nice. Ein Bronzer. Und Türchen 24 ist, glaube ich, auch der erste Adventskalender, wo ein Bronzer drin ist, wenn ich mich nicht irre. So, was haben wir hier? Eine Mascara als absolutes Highlight haben wir eine Mascara. Ich bin gerade nicht sicher, was die kosten. Volume Up. Ich kenne die noch nicht. Ich habe die noch nicht getestet. Ich habe sehr viele Mascaras, auch von Manhattan schon sehr viele Mascaras getestet, weil Manhattan... habe ich sehr, sehr viel in meiner Teenagerzeit benutzt. Aber die kenne ich jetzt noch nicht. Ob das jetzt
eine würdige 24 ist? Ich weiß es nicht, Leute. Schauen wir mal, was wir da alles drin haben. Okay, ich finde den nicht schlecht, den Adventskalender. Es ist für meinen Geschmack zu viel Nagellack drin und auch zu wenig unterschiedlicher Nagellack. Also wenn ich schon da ein Dunkelrot drin habe, dann muss da nicht noch ein Dunkelrot drin sein. Ich finde die Stiftprodukte, die hier drin sind, ganz cool. Die Eyeliner finde ich gut. Ich finde auch die 3 Lip Liner ganz cool. Ich finde es auch nicht schlecht, dass die so einzelne Lidschatten reingepackt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob der Preispunkt so weit weg ist von den anderen Adventskalendern, um es zu rechtfertigen, dass keine ganze Lidschattenpalette drin ist, wenn ich ehrlich bin. Deshalb, okay, die Farben Grau und Weiß weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie viel man damit machen kann. Ich finde, der Lippenstift ist mein Highlight aus dieser Palette, würde ich sagen. Also der rote Lippenstift, den finde ich am schönsten. Die Lipglosse, okay, ja. Ich muss sagen, ich finde, dass Manhattan sehr viele coole Produkte hat. Ich finde, davon hätten sie hier noch mehr reinpacken können. Irgendwie. Ich finde zum Beispiel auch den Bronzer ganz cool. Ich finde es cool, dass sie den Primer mit dazu gepackt haben. Auch hier mit dem Eyeliner und so. Das finde ich alles eine ganz coole Idee. Es ist ein sehr, sehr klassischer Adventskalender. Also es fühlt sich so richtig klassisch an. Von Anfang bis Ende fühlt sich das so wirklich... Wir haben einfach einen Adventskalender gemacht, um einen Adventskalender zu machen. So fühlt sich das alles ein bisschen an. Ich finde es gut, dass sie den aus Pappe gemacht haben und hier kein Plastik. Er war trotzdem in Plastik eingehüllt. Das fand ich nicht so nice, weil das ist dann auch nicht notwendig. Wenn du alles schon in Pappe machst, dann musst du nicht in Plastik einhüllen. Lohnt er sich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob er sich lohnt. Es sind alles Vollgrößen wieder. Es sind alles Vollgrößen, auch die einzelnen Lidschatten. Es gibt ja bei Manhattan einzelne Lidschatten zu kaufen. Deshalb, das sehe ich voll ein. Ich glaube, das ist völlig fein, weil ich finde, das ist ein gutes Mittelding preislich. Auch wenn es preislich immer noch bei 40 Euro liegt und 40 Euro für einen Adventskalender immer noch sehr viel sind. Aber Beauty-Adventskalender sind halt einfach teuer. Und deshalb finde ich, so preislich ist das in Ordnung, aber kann für mich nicht so richtig mithalten mit dem von Catrice. Und der von Catrice ist halt 5 Euro teurer. Also deshalb finde ich irgendwie den von Catrice schon nicer. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen eine Sache davon, was man halt gerade braucht. Deshalb, jo. Das sind die Manhattan-Produkte. Leute, ich werde ein paar Adventskalender auf Instagram verlosen. Deshalb folgt mir dort auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und ciao, Kakao.